und guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, mit euch über das spannende Thema diskutieren kann und auch zusammen mit den Kollegen hier auf dem Podium. In der Tat, ich bin Saarländerin, deshalb so ein bisschen hier zu Hause, wobei natürlich die Landesvertretung zur Regierung gehört und eine Bundestagsabgeordnete selbstverständlich nicht, aber ich glaube, mir wird es keiner übel nehmen, dass ich euch alle auch hier im nördlichsten Punkt des Saarlandes begrüßen kann. Eine kleine Landesvertretung, passend zu einem kleinen Land, aber mit, glaube ich, sehr vielen schönen Veranstaltungen hier in der Landesvertretung in Berlin und beim Thema IT, über das wir heute reden, auch sehr fortschrittlich. Wir sind Teil des Softwareclusters und haben viele interessante Unternehmen im Saarland. Wir haben eine tolle Uni, die Universität des Saarlandes, die im IT-Bereich immer Spitzenwerte erzielt und interessante Forschungseinrichtungen. Also für Leute, die sich für IT interessieren, ist das Saarland eigentlich ganz interessant. Dazu noch im Herzen Europas gelegen. Das war die kleine Werbeschleife für Saarland. Ja, die Themen, über die wir heute diskutieren, denke ich, macht Sinn, dass wir das gemeinsam diskutieren, weil ich glaube, dass wir hier oben von Ihnen, von euch eigentlich noch viel mehr lernen können als ihr von uns. Und deshalb will ich auch gar keinen langen Vortrag halten. Ich will vielleicht kurz sagen, wie wir im Parlament die Themen besprechen oder erstmal, wo wir sie besprechen. Zum einen ist der zuständige Ausschuss, oder gibt es mehrere zuständige Ausschüsse. Das eine ist der Wirtschaftsausschuss, in dem ich selbst bin. Bildung und Forschung beschäftigt sich damit, Kultur und Medien. Bei uns im Wirtschaftsausschuss war das Thema im letzten Jahr auf der Tagesordnung, weil unsere Fraktion einen Antrag eingebracht hat zur digitalen Wirtschaft, auch die Potenziale, also die gleichen Gedanken, die ihr euch auch gemacht habt oder die wir uns heute auch machen. Wie können wir denn den Standort Deutschland auch im digitalen Bereich voranbringen? Was sind die Voraussetzungen? Was muss politisch gemacht werden? Und wie können wir auch europaweit und weltweit die richtigen Weichenstellungen setzen, um Deutschland auch als Standort der digitalen Wirtschaft voranzubringen und gute Bedingungen eben zu geben, sowohl für Start-ups als auch für tradierte Unternehmen, die auf dem Weg sind ins nächste Zeitalter und das mit allen Möglichkeiten, die auch die Digitalisierung bietet. Wir haben ganz besonders dazu die Enquete-Kommission Internet, für euch auch nichts Neues. Und gerade zur Zeit beschäftigt sich die Projektgruppe Wirtschaft, Arbeit, Green IT, ebenfalls mit diesen Fragestellungen. Unser Abschlussbericht kommt Ende des Jahres, wird sich etwa mit dem von euch überschneiden. Und deshalb würde ich es spannend finden, wenn vielleicht einige Experten, die hier mitgearbeitet haben, sich anschließend mit Experten der Enquete-Kommission sowohl mit den Abgeordneten, aber wir haben ja auch externe Experten, mal zusammensetzen und die Ergebnisse einfach mal übereinanderlegen und vergleichen, ob die denn ähnlich sind und wo wir uns überschneiden und wo wir dann gemeinsam auch für die nächsten Jahre politisch, aber eben auch auf allen Ebenen gesellschaftlich und in den Unternehmen die richtigen Weichenstellungen setzen können. Digitales Ökosystem, das heißt für mich ganz vieles, eigentlich vier Punkte, wo auch die Politik eine Verantwortung hat. Das eine ist das Thema Infrastruktur, also Breitbandausbau ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ein digitales Ökosystem überhaupt entstehen kann. Dann das zweite Thema Fachkräfte, auch hier hat die Politik eine Verantwortung durch Investitionen in die Bildung. Das hat jetzt in den letzten Jahren, denke ich, ganz gut geklappt. Deutschland hat ja 12 Milliarden zusätzlich in Bildung und Forschung investiert und auch für eben den digitalen Bereich eine wichtige Voraussetzung. Aber eben auch Fachkräfte aus dem Ausland brauchen wir. Und das im digitalen Bereich oder in der digitalen Wirtschaft ja noch mehr als in traditioneller Wirtschaft vielleicht. Wenn ich mit Unternehmen hier in Berlin spreche, dann haben die zurzeit ganz viele Mitarbeiter aus Spanien, eben in den Ländern, wo es besonders kriselt, aber generell eben europaweit und weltweit. Und dort nicht unnötige Blockaden aufzubauen, beziehungsweise die Hürden, die noch bestehen, um Freizügigkeit zu erleichtern, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Politik. Und da ist das Anerkennungsgesetz ganz sicher ein wichtiges Gesetz, aber auch die Senkung der Einkommensgrenze, was wir ja jetzt beschlossen haben, ist, glaube ich, auch gerade in dem Segment
ein ganz, ganz relevanter Schritt. Der dritte Punkt neben Infrastruktur und Fachkräften sind dann die rechtlichen Rahmenbedingungen, Datenschutz natürlich, auf EU-Ebene vor allem das Top-Thema, aber eben weltweit, wenn wir über Cloud Computing reden, dann bringt das natürlich nichts, wenn wir das nur in Deutschland tun, sondern müssen europaweit die Rahmenbedingungen richtig setzen. Und das vierte ist dann die Förderung von Start-ups und Wachstumsunternehmen. Und hier muss man sich eben fragen, ob die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Wenn man sich anschaut, der Vergleich, Deutschland hat etwa die Hälfte von dem, was Großbritannien hat, an Wachstumskapital, anteilig am Bruttoinlandsprodukt und nur ein Viertel der USA. Das ist natürlich, sind Rahmenbedingungen, die es eben nicht leicht machen, dass junge Unternehmen wachsen. Unterstützung auf Gründungsebene ist, glaube ich, ganz okay. Also bei den Gründungen für die ersten Schritte Geld zu bekommen, da gibt es viele Instrumente, die auch gut funktionieren. Aber wenn es dann richtig ans Geld geht, dann fehlt in Deutschland Wachstumskapital. Das sagen auch fast alle Studien. Und deshalb... Man grinst. Fast alle Studien, deshalb ist das, glaube ich, noch auch eine Herausforderung für die Politik. Wie gesagt, es gibt viele gute Programme von Exist, dann über den Hightech-Gründerfonds, jetzt Hightech-Gründerfonds 2, die verschiedenen Venture-Fonds, Venture-Capital-Fonds, aber um eben noch mehr privates Kapital zu akquirieren, da muss, glaube ich, Deutschland noch ein paar Hebel anlegen. Ich würde jetzt gerne in die Breite gehen, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel. Deshalb würde ich das Wort gern weitergeben. Vielleicht ein Punkt, der mir immer wichtig ist. Uns bringt natürlich die ganze Finanzierung und die Rahmenbedingungen nichts, wenn das Innovationsklima nicht stimmt. Und Innovationsklima, das beeinflussen wir alle. Das beeinflussen vor allem diejenigen, die selbst gegründet haben, die erfolgreich sind mit ihrem Start-up. Und deshalb ist meine Bitte immer an diejenigen, die es geschafft haben, dass ihr diesen Gründergeist nach außen tragt, in die Schulen tragt. Es gibt einfach nichts Besseres als ein gutes Vorbild, als jemanden, der begeistert, der andere mit ansteckt, mit seinem Engagement, mit seinem Esprit, mit seinem Innovationsgeist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland brauchen, ein besseres Innovationsklima, mehr Gründergeist. Und alle diese Punkte zusammengefasst, sehe ich eigentlich, dass wir in Deutschland zurzeit ganz gut dastehen, dass wir aber auch alle gemeinsam noch einiges zu tun haben, damit wir wirklich richtig erfolgreich sind im digitalen Ökosystem. Genau, würde ich jetzt auch vorschlagen, ich lasse den ganzen Part mit Saarland mal weg. Ich komme aus dem richtigen Bundesland, aus Niedersachsen. Lars Klingbeil von der SPD, hier ein paar Häuser weiter, ein bisschen größer. Das wollte ich jetzt nicht verraten, dass wir uns das teilen in Schleswig-Holstein, genau. Also vielen Dank für die Einladung, spannendes Thema. Und Nadine hat es gerade angesprochen, so ein Thema, was ein Stück weit auch offen ist. Also wir sind jetzt die junge Generation im Bundestag, in der Enquete-Kommission, die sich da um Themen kümmert, die wahrscheinlich erstmalig auch so im Parlament auftauchen. Wir hängen ein bisschen hinterher, aber wir sind jetzt da und brauchen noch ganz viel Unterstützung. Und insofern sehe ich das auch eher als Dialog, denn irgendwie als frontale Debatte, wo wir mitteilen, was richtig ist. Politik verändert sich ja auch durch das Netz und vielleicht entsteht auch eine neue Diskussionskultur. Ein paar Punkte, die für mich als Sozialdemokrat wichtig sind, wenn wir über Innovation reden und vor allem über digitale Innovation. Für einen Sozialdemokraten steht am Anfang immer die Frage, können überhaupt alle teilhaben? Und das heißt sozusagen für mich dann die Frage Netzzugang. Also wir haben ja auch uns nach längerer Diskussion durchgerungen, dass wir den Universaldienst fordern, also das Recht auf schnelles Internet, den Recht auf Breitbandzugang. Ich komme aus dem ländlichen Raum, das ist schon ein wichtiger Punkt, damit auch alle wirklich an diesen sozialen, aber auch an den ökonomischen Prozessen, die da stattfinden, teilhaben können und damit überhaupt alle kreativ sein können. Zweiter wichtiger Punkt als Grundvoraussetzung für Wachstum und Kreativität im Netz ist für mich die Netzneutralität, wo wir uns ja auch ausgesprochen haben, das Ganze gesetzlich zu verankern. Einfach vor dem Hintergrund, dass
die Packet Inspection lasse ich mal weg, da haben wir auch eine klare Position dagegen, aber wenn wir Netzneutralität nicht verankern, dann sehen wir auch das Innovationspotenzial des Internets gefährdet. Wenn sich da feste Strukturen bilden, dann wird es sicherlich an vielen Stellen keine Gründung mehr geben können. Dritter Punkt, wir haben gerade auch mit Steinmeier einen Kreativpakt verabschiedet. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder die andere das gelesen, also so ein größerer Zusammenschluss von Kreativen, von Wirtschaft, von Politik unter der Überschrift Kreativpakt, wo wir uns auch zur Frage Gründung verhalten haben. In der Tat, es gibt Venture Capital, aber wir sehen, dass es in der Wachstumsphase schwierig ist. Wir kriegen aber auch immer noch die Rückmeldung und haben das bei einigen Gesprächen bekommen, dass es immer noch schwierig ist mit den Hausbanken. Also man sozusagen geht auf die immaterielle Wertschöpfungsebene. Das ist sozusagen für viele nicht verständlich, dass man dafür irgendwie Startkapital haben will. Weswegen man schon gucken muss, dass man Landesbanken, hier bin ich wieder der Niedersachse, also die N-Bank bei uns in Niedersachsen zum Beispiel, die sind wohl sehr schlecht in diesem Bereich, das ergeben Evaluierungen. Also dass man da schauen kann, wie man hier auch staatlicherseits mit bürokratiearmen Mikrokrediten helfen kann. Aber dann ist es natürlich auch die Kultur. Also wir haben, das zeigen ja auch Umfragen, immer noch, glaube ich, den Wunsch von 80% der Schulabgänger irgendwie in öffentlichen Dienst zu gehen oder so einen anständigen Job wie Bundestagsabgeordneter zu machen. Aber es gibt halt wenige, die Lust haben, wirklich auch sich auszuprobieren, kreativ zu sein. Und das, da brauchen wir eine ganz andere Kultur. Scheitern muss auch, ist verpönt in Deutschland. Ja, also wir waren mit dem Unterausschuss Neue Medien im Silicon Valley und da haben einem dann Venture Capitalist gesagt, naja, wenn einer nicht 3 oder 4 Mal gescheitert ist, dann kriegt er von uns gar nichts. Wenn er 3, 4 Mal gescheitert ist, dann wissen wir, der hat Lehrgeld bezahlt und beim 5. Mal passiert es vielleicht nicht. Also der weiß dann auch sozusagen, wo Fehler sind. In Deutschland ist das nicht denkbar. Also hier kann man den Gründerzuschuss, den es ja dank der aktuellen Bundesregierung jetzt eh nur noch weniger gibt, den gibt es auch nur, wenn man aus der Arbeitslosigkeit kommt und nicht, wenn man aus der Festanstellung kommt. Also das zeigt ja schon, wie Gründung hier gedacht wird. Das ist eben nichts, was befördert werden soll, sondern das ist dann häufig der letzte Weg oder die letzte Möglichkeit, vielleicht irgendwie Arbeit zu finden. Vierter Punkt, der für uns wichtig ist, ist die Frage Open Data, wo wir jetzt auch angekündigt haben, dass wir eine Open Data Strategie auf den Weg bringen wollen. Alles das, was mit Steuergeldern erforscht wird, alles das, was mit Steuergeldern erarbeitet wird, soll öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn es nicht personenbeziehbar ist oder eben die nationale öffentliche Sicherheit betrifft. Hier sehen wir auch ein ganz großes Innovationspotenzial. Fünfter Punkt, Staat als Nachfrager, wird auch immer gerne vergessen, aber der Staat kann auch Innovationen beschleunigen und kann Kreativität freisetzen. Und sechster Punkt, den ich ansprechen will, ist dann in der Tat die Frage digitale Kompetenz. Da gebe ich Nadine recht, die Strukturen können noch so toll sein, wenn wir nicht ausreichend kluge Köpfe haben, dann wird das Ganze nicht funktionieren, weswegen wir in der Enquete ja auch fraktionsübergreifend gesagt haben, wir wollen einen radikalen Wandel an Schulen, wir wollen eine Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Tablets, wir wollen die Digitalisierung von Lernbüchern und wir wollen auch gucken, wie die Lehrerausbildung verändert werden kann und dann auch wirklich junge Leute befähigen, sich digital zu bewegen. Wir haben ein paar andere Themen noch, Selbstverpflichtung, die ganze Frage rechtliche Regulierung, da kommen wir sicherlich nachher noch dazu. Da nur ganz kurz von mir die Anmerkung, ich bin kein Freund dessen, dass Politik immer nach neuen Gesetzen schreit. Wir müssen ein Stück weit den Rahmen definieren, wo wir auch Erwartungen an Wirtschaft haben. Aber wenn wir sehen, dass es in der Wirtschaft nicht funktioniert, dann müssen wir auch gesetzgeberisch aktiv werden. Das ist international sicherlich schwieriger als national. Aber solche Themen müssen von der Politik auch angepackt werden. Das in aller Kürze. Ich übergebe an die Linke. Danke, Lars. Mein Name ist Jörg Braun. Wer jetzt gleich auf Twitter besten oder loben will, Björn Grau. Ich arbeite für Petra Sitte, die ist direkt gewählte Abgeordnete aus Halle für die Linke im Bundestag und wie Nadine und Lars auch in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft, im Ausschuss für Bildung und Forschung und stellvertretend im Ausschuss für Kultur und Medien, also genau an 3 von den 4 Stellen, wo im Bundestag das Thema Innovation besprochen wird. Es wäre, glaube ich, frech zu behaupten, wir hinken nicht hinterher, aber wir haben immerhin schon mal angefangen, mit dem Thema Innovation uns zu beschäftigen, mit 2 konkreten Dingen. Wir haben auf der Republika dieses Jahr eine Subkonferenz mitorganisiert zum Thema Open Innovation und sind mit diesen Leuten, Vertretern aus Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Politik, aus der Wissenschaft und aus NGOs dabei, so ein Open Innovation Netzwerk aufzubauen, um das ganz ähnlich zu denken, wie das hier offenbar angelegt ist im CoLab, nämlich die Frage, die ja hier wohl zentral war und mir auch in diesen 2, 3 Folien gerade nochmal auffiel,
Innovation gesamtgesellschaftlich denken. Also wie kriege ich das in die Gesellschaft rein und was brauche ich da für Mechanismen? Und den anderen Punkt, der hier angesprochen wurde, soziale Innovation, da hat die Linke vor der Sommerpause eine parlamentarische Initiative gestartet. Also wir haben angefangen, wir können dennoch, glaube ich, weiter Input brauchen. Die Frage, oder uns wurden drei Fragen im Vorfeld gestellt. Wie kann Innovation für die Gesellschaft greifbar nutzbar gemacht werden? Das hat uns schon mal sehr gefreut, dass hier ähnlich gedacht wird wie bei uns. Was ist die Rolle der Politik im digitalen Ökosystem und wie kann digitale Innovation gesteuert werden? Diese drei Fragen hat das CoLab uns gestellt und ich würde gerne versuchen, kurz mit drei Punkten darauf zu antworten, die alle was mit Offenheit zu tun haben. Den einen Punkt kann ich ziemlich kurz machen, weil wir da offenbar sehr nah bei der SPD sind. Das ist das, was Lars Teilhabe genannt hat. Ich hätte es Zugangsgerechtigkeit genannt und wir würden da noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur um den Universaldienst, sondern wenn wir wollen, dass Menschen an digitaler Innovation teilhaben wollen, dann brauchen wir sowohl Fiber to the Bauernhof als auch Fiber to the Sozialwohnung. Und das bedeutet insbesondere in den Räumen, im ländlichen Raum zum Beispiel, wo es mit den Marktmechanismen einfach nicht möglich ist, breitbandige Internetzugänge zu schaffen, dass man darüber nachdenkt, wie man das jenseits des Marktes hinbekommt. Das ist ein schwerer Klotz, weil es da EU-Richtlinien und relativ junge Grundgesetzänderungen gibt, die einem das erschweren. Nichtsdestotrotz muss man darüber reden, wie kriegen wir das hin, auch wenn es die großen Telcos nicht machen. Dazu gehört neben den Sachen, die Lars angesprochen hat, natürlich auch das Thema Medienbildung, also nicht nur die kulturelle Frage, sondern eben auch, dass die Menschen mit diesen Dingen umgehen können, die im Digitalen innovativ entstehen. Der zweite Punkt, Open Innovation als Schlagwort, ich habe es gerade schon genannt. Innovationsprozesse, die man für die gesamte Gesellschaft nutzbar machen soll, die müssten eigentlich auch in der gesamten Gesellschaft entstehen. Und dazu braucht es Öffnungen im Innovationsprozess, dazu müssen Firmen untereinander kooperieren, dazu ist es sinnvoll, sich Experten von außen reinzuholen, also so ähnlich wie es hier so einen Multi-Stakeholder-Dialog gibt, müsste das da eben auch stärker implementiert werden, also Vertrauen, Ermutigung, Offenheit statt Kontrolle und Abschottung. Dazu gehört natürlich auch sowas, was man in der Politik dann Technikfolgenabschätzung nennt, also nicht jede Innovation muss sofort gut sein. Also irgendwo auf irgendeinem Panel der letzten Wochen, wo ich war, hat jemand mal gesagt, auch Kino.to ist innovativ. Es ist bloß hochgradig kriminell. Also ne, da muss man schon, das gehört beides zusammen. Oder ein anderes Beispiel, das Thema Pflegeroboter. Erstmal eine gute Idee, aber wenn ich solche Pflegeroboter entwickeln lasse, ohne in den Förderprogrammen eine Teilhabe von Patienten, Patientenvertretungen drin zu haben, dann habe ich am Ende Roboter, die die Menschen ersetzen und damit geht der soziale Aspekt irgendwie völlig verloren. Also offene Innovation mit den Menschen, mit verschiedenen Stakeholdern, funktioniert übrigens heute schon. Also es gibt Beispiele, der Hersteller von so Dingen wie Klebezetteln und Klebstoffen, 3M, macht ganz viele Open-Innovation-Projekte. Bosch hat funktionierende Open-Innovation-Projekte, die Telekom macht es. Und das Spannende ist, dass die alle in der Mittelfrist dadurch höhere Umsätze und höhere Gewinne erzielen. Also das ist erstmal durchaus wirtschaftsfreundlich so zu denken. Was auch ein Beispiel, was wir uns nicht ausgedacht haben, sondern was uns von der Julia Leiner, die für die Telekom hier in Berlin die T-Labs organisiert, berichtet wurde. Open Innovation kommt automatisch, und das freut dann wieder die Linke, dazu, dass Mitarbeiter mehr Mitspracherechte einfordern und mittelfristig irgendwann natürlich auch an dem, was sie da innoviert haben, an den Profiten, die daraus erzielt werden, beteiligt werden wollen. Was also ein Weg hin zu einer gerechteren Verteilung innerhalb von Innovationsprozessen führen kann. Der dritte Punkt, der da jetzt, glaube ich, spannend wäre, wäre das Thema offene Gärten. Wir haben viel in der ganzen Debatte hier von den Walled Gardens immer wieder gehört. Sascha Lobo hat da heute wieder eine kluge Kolumne auf Spiegel Online zu dem Thema geschrieben, kann ich nur empfehlen.
die Nummer, dass gerade im digitalen Firmen in dem Moment, wo sie einen relativen Erfolg haben, anfangen, ihre Läden dicht zu machen, Schnittstellen abzubauen und sich zu einem geschlossenen Ökosystem entwickeln, das ist Innovationskiller Nummer eins. Also ich meine, die User-Unzufriedenheit bei Twitter, die in letzter Zeit hochkommt, ist, glaube ich, das beste Beispiel. Insofern, hier ging es darum, Schnittstellen zu schaffen, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Plattformen zu erlauben, solche Dinge, Open Source als Stichwort. Und da dann in einem kurzen letzten Punkt, was könnte die Politik dazu? Also auch Offenheit und Innovation kann reguliert werden, eben indem der Zugang reguliert wird. Beispiele habe ich gerade schon genannt, Lars auch. Aber es kann eben auch Anreizförderung geben. Also wenn das BMBF Innovationsförderprojekte macht, könnten da eben als Förderrichtlinie solche Tools der Open Innovation eingebaut werden. Und auch das wäre ein Teil politischer Regulierung. Und der letzte Punkt, und deshalb sind wir hier, Politik muss nicht nur die Rahmenbedingungen setzen, sondern eben auch zuhören und selber offen innovieren. Und da gehört nicht nur Open Data dazu, sondern eben auch Sachen wie Open Government. Und da sind wir, glaube ich, alle noch ganz am Anfang. Danke. Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Malte Spitz, mein Name, aus dem Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen. Ich will jetzt gar nicht wiederholen und nochmal quasi die ganzen Forderungen wiederholen, wo wir, glaube ich, jetzt müssen wir jetzt gerade mal so checklistenmäßig aufgefallen, wir gar nicht so weit bei auseinander liegen. Ich glaube bloß, dass wir auch im Jahre 2012 noch vor einer Situation stehen, dass wir vielleicht bei den Zielen relativ nah beieinander sind, aber bei der tatsächlichen Situation sieht man eigentlich, dass es eigentlich jetzt einen Schritt weiter gehen müsste, als dass man nur Ziele formuliert. Und ich finde diesen Begriff des digitalen Ökosystems finde ich sehr, sehr schön. Also nicht nur, weil es irgendwie nah bei den Grünen ist, sondern weil es auch ein bisschen klar macht, dass es ein System ist, was es irgendwie zu schützen gilt, weil Systeme können halt auch können funktionieren, aber sie müssen nicht zwingend funktionieren, beziehungsweise sie können auch in einem gewissen Maße failen oder auch irgendwie kaputt gemacht werden. Und das finde ich eigentlich dieses Schöne an dem Begriff. Und ich will jetzt mal die Debatte jetzt, wie gesagt, ich will nicht die ganzen Forderungen wiederholen von Zugang durch Breitband über wie muss sich unsere ganze politische Kultur verändern, wie muss es eine stärkere Förderung geben von entsprechenden Unternehmensansätzen und Ideen, sondern will ein bisschen die Situation reflektieren, wo wir eigentlich heute stehen, um dann vielleicht auch später für die Diskussion weiterzukommen. Weil wir sprechen die ganze Zeit von Zugang und sage ich jetzt mal, Zugang ist in dem Sinne zwingend für Teilhabe. Auf der anderen Seite konnte man im vergangenen halben Jahr lesen, dass bei der Frage Breitbandversorgung werden gerade Rückschritte vorgenommen. Wir haben die Situation, Vodafone als zweitgrößter Anbieter sagt, wir gehen nur noch auf LTE-Versorgung und bauen unser ganzes DSL-Netz ab, wo ich sagen würde, das wird vielleicht für 5 Jahre funktionieren, ist aber keine Strategie für 10 Jahre. Und dann der Hauptanbieter, die Deutsche Telekom, die eigentlich sagt, wir wollen hier Internet für jeden super schnell anbieten, verabschiedet sich ein Stück weit von dem Ziel, Fiber to the Home in den nächsten 10 Jahren irgendwie hinzubekommen, sondern sagt eigentlich, wir werden die nächsten 10 Jahre klein wenig investieren, aber die wirkliche notwendige Investition, um damit, dass dieses digitale Ökosystem wirklich flächendeckend funktioniert und flächendeckend heißt dann, wie gesagt, auch der Bauernhof zur Not, wurde, davon hat man sich quasi verabschiedet. Und das finde ich eigentlich eine Situation, wo man politisch drüber streiten muss, wo man vielleicht aber auch gesellschaftlich drüber streiten muss, weil ich glaube, dieser ganze kulturelle Wandel, den man sich ja eigentlich wünscht, der durch die Digitalisierung mit vorangetrieben wird, vor allem unter dem Schlagwort der Offenheit und stärkeren
Teilhabemöglichkeit wird, glaube ich, nur funktionieren und Akzeptanz finden, wenn er flächendeckend ist. Und flächendeckend heißt halt quasi 99,99%, und es heißt nicht irgendwie 72% flächendeckend Fiber oder so. Also, und das ist, glaube ich, dieser Punkt, wieso wir jetzt eigentlich dafür einstehen müssten, hier wirklich diese Veränderungen zwingend voranzutreiben, weil ich glaube, nur dann kriegt man auch diese Akzeptanz hin, die wir uns eigentlich für unsere Arbeit wünschen, sei es in Unternehmen, sei es in Forschungseinrichtungen, sei es in der Politik, dass die Leute wirklich verstehen, dass diese Digitalisierung ein Ökosystem aufwirft, was quasi die nächsten 50, 200 Jahre, würde ich jetzt mal so als Zeitfenster geben, real das Leben von uns so massiv prägen wird, so wie wir es uns heute noch nicht vorstellen können. Und da glaube ich, ist es zentral für, auch für die Politik, nicht zu sagen, wir halten uns raus, sondern ich glaube, die Politik muss auch im digitalen Ökosystem einen Rahmen setzen, so wie man im klassischen Ökosystem vor 25 Jahren, vor 30 Jahren angefangen hat, den Umweltschutz quasi zu verankern, weil man gesehen hat, dass man sein eigenes Ökosystem durch Chemieproduktion, durch fehlerhafte Mobilität eigentlich ruiniert, glaube ich, stehen wir vor der gleichen Frage auch hier. Und wie gesagt, das Thema Netzneutralität wurde angesprochen, aber auch die Frage, wie zum Beispiel auch Standardisierung zukünftig stattfindet, sind, glaube ich, so Punkte, die nichts irgendwie im Hinterzimmer zu tun haben, beziehungsweise wo es irgendwelche Selbstverpflichtungen geben sollte, sondern wo, glaube ich, dann auch die Politik gefordert ist, hier einen Rahmen zu setzen. Und ein zweiter Punkt, damit will ich eigentlich auch Schluss machen, weil es für mich ein bisschen auch eine Frage ist. Ich sehe, dass wir bei dieser Frage digitales Ökosystem im ganzen Zusammenhang von ökonomischen Ansätzen, da bin ich ehrlich gesagt sehr positiv zu eingestellt, dass wir uns da auf einem halbwegs vernünftigen Weg befinden, wo ich aber weiterhin zwei Bereiche sehe, wo ich eher zweifle. Und wie gesagt, wir sind im Jahre 2012, ist weiterhin die ganze Bildungslandschaft, wo ich mittlerweile eher wahrnehme, dass es nicht nur ein Problem ist durch unsere föderale Struktur, dass wir hier nicht vorankommen, sondern es wirklich auch sehr stark zusammenhängt mit einem kulturellen Problem, was ich aber zentral finde, wenn das digitale Ökosystem quasi weiter ausgebaut werden sollte, wenn man nicht von Anfang an quasi so auch in seinem Bildungsleben letztendlich damit umgeht, dass man es als Zugewinn versteht. Und ein zweiter Punkt, wo ich auch noch sehr viel Spielraum sehe, sage ich jetzt mal, für Innovation, ist, sei jetzt mal unter dem ganzen Stichwort des Zusammenlebens, also quasi die gesamte gesellschaftliche Ebene, wo ich weiterhin wahrnehme, dass man quasi auch heute noch von dieser Frage Parallelwelt spricht, man spricht von der virtuellen Welt und so weiter, und wir da auch noch nicht dort angekommen sind zu sehen, wie eigentlich Vernetzung heute schon stattfindet oder eigentlich zukünftig stattfinden soll, wenn wir wirklich in einem digitalen Ökosystem leben sollten. Also aus dem Grunde zwei Bereiche, wo ich erstmal gerade vielleicht ein bisschen schwarz sehe, beziehungsweise wo ich viele Fragezeichen habe, wie gesagt, und eigentlich bisher nur sehr, sehr positiv gestimmt bin, wenn es um die ganzen wirtschaftlichen Fragen geht. Und deswegen finde ich auch die Diskussion darüber jetzt spannend. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die Beiträge. Wir würden dann jetzt einmal öffnen für Fragen, bevor wir dann übergehen zur Keynote von Simon Schneider. Da geht's schon los.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Max Senges vom CoLab-Lenkungskreis und meine Brötchen verdiene ich bei Google. Ein paar Fragen, die speziell auf den letzten Punkt von Malte mit den Rahmenbedingungen nochmal eingehen, aber ich glaube von fast allen irgendwie beantwortet werden könnten. Die Frage ist Internetregulierung, Governance-Fragen in Deutschland oder international. Wie sehen Sie die Regierungsarbeit und die politische Arbeit, die aus Deutschland raus in diese internationalen Gremien geht? In Richtung Internet Governance Forum, aber auch ICANN und ITU etc. Können wir da noch besser werden? Wo drückt der Schuh? Wo können vielleicht die Experten was beitragen? In dieselbe Richtung auch vielleicht in Richtung von Frau Schön. Die Feststellung, die Enquete-Kommission ist zusammengesetzt aus Politikern und Sachverständigen. Für die Wirtschaft hat sich die Bundesregierung dann nach Überlegungen entschlossen, die Wirtschaftsweisen einzuführen als eine Art Innovation und Politikberatung schon vor vielen Jahren. Wäre das nicht vielleicht auch ein Bereich Internet und Innovation, wo so eine externe Beratung institutionalisiert auf meritokratischer Basis, unabhängig natürlich, sinnvoll wäre? Und danke Malte nochmal für die Steilvorlage mit der Bildung, die auch bei den anderen Kollegen schon kam. Das haben sich die Kollegen im Lenkungskreis und im CoLab auch gedacht, dass da sehr viel Potenzial noch drin hängt. Und deswegen wird die nächste Initiative, die jetzt schon in wenigen Wochen losgeht, zu neuem Lernen und Open Educational Resources sein. Und ich glaube, dass wir da wirklich noch einiges zu bergen haben, was diesen Offenheitsgedanken für Lehrmaterialien und das Internet als Lehrumgebung und Lernumgebung bedeuten. Vielen Dank. Soll ich nochmal anfangen? Okay, also wie viele Tage haben wir Zeit? Das sind, glaube ich, alles Themen, über die man ganze Abende diskutieren kann. Vielleicht zu jedem ganz kurz. Also EU will zu den einzelnen Punkten gar nichts sagen, aber grundsätzlich muss uns das klar sein, dass wir nur mit deutscher Gesetzgebung natürlich nicht wahnsinnig weit kommen, sondern EU ist das Mindeste und dann gehört natürlich auch die Zusammenarbeit weltweit im Prinzip dazu. Aber das Erste ist schon mal, dass wir uns auf europäischer Ebene einig sind oder halbwegs einig sind und zumindest die EU-Gesetzgebung oder die EU-Regularien so fassen, dass das auch innovationsfreundlich ist und gleichzeitig auch gewisse Standards, die es in verschiedenen Ländern gibt und die sich auch als positiv erwiesen haben, durchaus auch in andere Länder überträgt. Die Wirtschaftsweisen, bin ich ein bisschen kritisch bei dem Thema, muss ich sagen, denn die Wirtschaftsweisen, da sind glaube ich 10, 12, weiß gar nicht, wie viele, aber ich kann mir schlecht vorstellen, bei diesem Thema, dass so ein kleiner Kreis institutionell die Bundesregierung berät zu diesem Thema. Es gibt einen Innovationsdialog der Kanzlerin, also die macht das schon, aber ich will eigentlich nicht, dass immer die gleichen Personen über Jahre hinweg zu diesem hochvolatilen und innovativen Thema die Regierung beraten. Das muss in meinen Augen größer gefasst sein. Das gibt so viele Experten und das ist auch so, so vielschichtig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nur ein kleiner Beraterkreis machen kann. Was es ja gibt, ist der IT-Gipfel, der soll ja eigentlich genau das eben leisten, nämlich in verschiedenen Arbeitsgruppen die Hauptakteure der digitalen Wirtschaft zusammenführen, die dann ihre Vorschläge bringen, wie in den verschiedenen Bereichen agiert werden soll. Das funktioniert in manchen Arbeitsgruppen sehr gut, in manchen habe ich mir sagen lassen, nicht so gut. Insgesamt finde ich, war das eine gute Idee. Die Frage ist, ob man jetzt mal neue Plattformen findet, um genau das, was Sie ja wollen, nämlich dass die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft auch in die Regierungen, in die Parlamente zu bringen, auch zu kanalisieren. Also der Ansatz ist gut, aber die Analogie zu den Wirtschaftsweisen wäre ich ein bisschen skeptisch. Thema Bildung gebe ich jetzt einfach das Wort weiter, weil, glaube ich, der Lars auch in der Projektgruppe Bildung war, der Internet und Kopf.
Verkehrskommission, sag mal, und vielleicht daraus berichten kann, was ja auch zum großen Teil auch fraktionsübergreifend dort beschlossen worden ist. Gut. Bildung habe ich vorhin eigentlich auch schon ein paar Stichworte genannt, also sowohl diese technische Infrastruktur, aber auch die Frage Digitalisierung von Lernsoftware oder von Schulbüchern, wo ich einfach auch sehe, dass da ein riesiges Innovationspotenzial liegt, wenn man es richtig macht, aber du hast ja die Frage Open Educational Resources angesprochen, also in meinen Augen auch ein Projekt, was absolut förderungswürdig ist und wo einfach viel passieren kann und wo ich auch die Gefahr sehe, dass wir hinten dran sind. Also in anderen Ländern haben wir da Fortschritte und wir Deutschen versuchen jetzt sozusagen unser gutes Schulbuchsystem aufrechtzuerhalten, weil das ja schon immer da war und immer gut war und irgendwann kommt dann Apple hier rüber und macht das und dann stehen unsere Schulbuchverlage alle an der Wand und dann wird wieder nach der Politik gerufen. Also das ist ja der Prozess, der jetzt absehbar ist und insofern ist es gut, wenn wir uns da Gedanken machen und wenn wir auch Ideen einspeisen, so wie das ja zunehmend passiert. Dann war die Frage nach deutscher Politik und der Frage Internet-Governance. Ich weiß natürlich, dass die meisten Prozesse europäisch und global laufen, aber das heißt nie, dass eine Regierung handlungsbeschränkt ist. Und ich versuche jetzt mal diese parteipolitische Komponente rauszuhalten, weil uns das hier nicht weiterhilft. Und ich glaube, wenn SPD mitregiert hat, dann ist vielleicht auch nicht mehr passiert, als das heute der Fall war. Auch als die Grünen mitregiert haben. Halt. Ja, ich meine, gut, dann machen wir doch Parteipolitik. Die Frage ist ja immer, sozusagen, wie innovationsbegeistert oder auch netzbegeistert sind da Leute? Und da haben wir momentan ein bisschen Mangelware in der Regierung. Also ich meine, wir können das Beispiel, wir hatten diese wunderbare Google Street View Debatte in Deutschland. Danach hat de Maizière als Innenminister diesen Dialog um rote Linie und sozusagen, das kann man alles sozusagen von der Idee her falsch finden, aber es war ja erstmal gut, dass Leute zusammengeholt wurden, dass der Dialog gestartet wurde, dass über Fragen von Selbstregulierung, Selbstverpflichtung, auch regulierte Selbstregulierung erstmal diskutiert wurde, was muss da eigentlich passieren. Datenschutz ist das nächste Beispiel. Ich sehe nur momentan, dass es das nicht gibt und ich sehe auch, dass es sozusagen niemanden gibt, der sich primär dafür verantwortlich fühlt. Also es wird ja auch eine Diskussion sein, die wir in der Enquete-Diskussion jetzt noch bekommen werden. Wie geht das eigentlich überhaupt mit so einer Kommission weiter, institutionalisiert im Parlament, aber wie geht das auch auf der Seite der Administration weiter? Also welches ist eigentlich das Ministerium, das sich ums Netz kümmert? Ist das Frau Leuthauser-Schnarrenberger, was wir, glaube ich, alle gut finden würden, zumindest in der jetzigen Regierung? Oder macht das der Wirtschaftsminister? Oder wer macht das eigentlich? Also Malte schüttelt den Kopf. Ich meine noch sozusagen, dass es am besten wäre, wenn sie es täte bei dieser Regierung. Aber also es gibt ja keine Zuständigkeit, deswegen wird das auch ein Punkt sein und dann geht es vielleicht weniger um die Frage, auf welcher Ebene ist es zuständig, sondern haben wir eine Regierung, die sich da auch mit Leidenschaft in so ein Thema einmischt und dann müssen es auch internationale Gipfel und all das andere auch sein. So, Internetweisen bin ich auch skeptisch. Ich sehe in der Tat, dass wir eine Zeit in der Politik zu überbrücken haben, die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht noch, wo sozusagen zu wenig Know-how zu diesem Thema in der Breite vorhanden ist. Also ich habe auch mal gesagt, es darf eigentlich gar keine Netzpolitiker mehr geben, weil sozusagen der Wirtschaftspolitiker wissen muss, was das für ihn bedeutet und der Umweltpolitiker und der Sozialpolitiker und der Arbeitsmarktpolitiker. Das haben wir noch nicht, das werden wir auch in den nächsten 10 Jahren nicht bekommen, also geht es um eine Übergangsphase und da wäre es aber zu klein gedacht, irgendwie so einen Rat von 5 Weisen zu haben. Wir diskutieren bei uns in der Arbeitsgruppe der Enquete gerade, wie man so ein System, wo wir Sachverständige reinholen, wie man das vielleicht auch stärker verankern kann im Deutschen Bundestag. Entscheidend tun gewählte Parlamentarier, aber es tut uns gut, das merke ich auch, dass wir externen Rat dann an vielen Stellen einholen und über so ein System können wir gerne zusammen noch weiter nachdenken. Ja, also kurz nur, weil vieles auch in die Richtung schon gesagt wurde, gerade bei dem Thema Innovation wäre auf dem Bereich der Anreizregulierung, kann man ganz viel auf nationaler Ebene machen, also da muss man nicht sofort immer auf die großen, schwierigen Verhandlungswege gehen. Die können ja, wie wir bei ACTA gesehen haben, auch ordentlich schief gehen. Und selbst bei dem von Nadine schön angesprochenen Thema Datenschutz wäre das einerseits sehr logisch, international agierende Konzerne, dass man da internationale Regelungen hat. Wie das jetzt aber an dem konkreten Beispiel Facebook und der Auseinandersetzung unter anderem mit dem irischen Datenschutzbeauftragten läuft, da zeigt sich ja vielleicht, das muss man absehen, ob dass es durchaus auch mit kleineren Rahmen auch geht, dass Unternehmen unterschiedlich agieren. Also da, das gibt gute Gründe und als ordentlicher Sozialist sollte ich natürlich immer für die Internationale sprechen, aber man sollte nicht immer so tun, als ob man in Deutschland nichts regeln könnte. Also
Mein Beispiel mit der Breitbandregulierung, da muss man Europarecht ändern, um das so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Das würde Deutschland nicht alleine hinkriegen, klar. Aber ich würde da alle Ebenen anspielen, die möglich sind. Und gerade beim Thema Innovation, wie gesagt, gibt es ausreichend nationale Dinge, die man auch tun kann. Was die Weisen angeht, ganz kurz, kam ja vielleicht schon raus, dass wir das Thema Öffnung von Innovationen ganz spannend finden. Umso weniger würde es Sinn machen, 5 Leute für 10 Jahre da einzusperren, sondern das muss ein fließender Prozess sein, auf jeden Fall. Zur Frage Governance-Strukturen. Klar braucht es den internationalen Rahmen. Klar ist, Deutschland ist da schlecht aufgestellt, also sowohl im Vergleich zu sonstigen europäischen Staaten als auch ansonsten ist Deutschland dort, ich will nicht sagen überhaupt nicht präsent, aber wenig präsent. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass letztendlich die Federführung für diese ganzen internationalen Fragen beim Wirtschaftsministerium liegen, was aber ansonsten eigentlich in den letzten 5 Jahren in den häufigsten Auseinandersetzungen, die es irgendwie netzpolitisch gab, eigentlich außen vor war. Und aus dem Grunde glaube ich, dort die Sensibilität für diese Fragestellung und auch diese Debatten, die dort sowohl im Rahmen der Vereinten Nationen, ITU, was ja auch eigentlich UN ist und so weiter, so gut wie gar nicht vorhanden ist, sondern ist quasi immer rein auf Sicht von einer industriepolitischen Brille gedacht wird und auch die Vernetzung von den zuständigen Akteuren zurück in die Zivilgesellschaft nur sehr schwer funktioniert, wenn sie überhaupt irgendwie versucht wird. Also aus dem Grunde, glaube ich, haben wir da hohen Nachholbedarf. Und wir haben natürlich aber auch einfach die Frage, was ist eigentlich das internationale Gremium? Es gab mal eine Zeit, da war die große Hoffnung in der ICAN, ich glaube, die ist mittlerweile auch verflogen. Dann gab es die große Hoffnung nach dem WESIS-Prozess, dass doch irgendwie das IGF was ganz Spannendes wäre und Tolles und super und hübsch und man fliegt einmal im Jahr irgendwo hin und man trifft 1500 Leute und sagt, geil. Jetzt gibt es ja quasi gerade die Debatte rund um die ITU, die es eher quasi wieder ein bisschen stärker in die Wirtschaftsebene lenken soll und so weiter, aber ich glaube, keiner der bisherigen Akteure hat bisher bewiesen, dass er sie quasi die Institution ist, die eine solche Struktur aufbauen sollte. Für uns im Kleinen, da will ich dann den ersten Widerspruch klar anmelden hier oben, ich halte den IT-Gipfel für eine Veranstaltung, die überhaupt nichts bringt. Ich war jetzt, glaube ich, 2-mal da, habe es mir 2-mal wirklich angetan. Das Spannendste war wirklich der Abend vorher, wo man sich mit Leuten unterhalten konnte und ansonsten war es wirklich verschwendete Mühe. Sowohl von den Leuten, die das mühsam vorbereitet haben in den ganzen kleinen Arbeitsgruppen, als auch dann quasi die ganze Zeit dort irgendwie 750 Leute zusammenzubringen. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass das der Ort ist, um diese Fragestellung auch im Zusammenspiel mit den unternehmerischen Akteuren irgendwie voranzubringen. Wo ich ein bisschen zwiespältig bin, auch mittlerweile, früher war ich da auch ein bisschen klarer positioniert, ist bei dieser Bildungsfrage. Weil ich auch nicht mehr wüsste heutzutage, wenn ich die Möglichkeit hätte, 200.000 Tablets quasi zu verteilen, ob ich die an die Fünftklässler verteilen würde oder ob ich die nicht an die Altenheime verteilen würde. Mittlerweile würde ich eher sagen, in die Altenheime. Weil wir einfach sehen, mittlerweile, wie gesagt, am liebsten würde ich einfach 2-mal 200.000 natürlich verteilen. Logisch, klar, haha, super. Aber quasi auf die Frage hin, auch unter diesem Stichpunkt des digitalen Ökosystems, wo haben wir einfach Gruppen, die total abgehängt sind, sehen wir einfach, wir haben eine ältere Generation und die beginnt, finde ich, bei 55, 60-Jährigen, vielleicht 65-Jährigen, was aber noch immer irgendwie 20, 25 Millionen Menschen sind in unserem Land, die auch nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren unbedingt
sterben werden, sondern die werden auch noch die nächsten 25, 30 Jahre da sein. Also, und da quasi diese Generation, diese Altersgruppe mitzunehmen und quasi einzubinden, halte ich zentral dafür, dass wenn man wirklich diesen gesellschaftlichen Wandel hinbekommen will, wovon wir immer denken oder darüber sprechen. Und ich glaube, was Lars gesagt hat, wir haben jetzt so ein Zeitfenster von 10 bis 15 Jahren, wo es vielleicht noch ein bisschen schwierig wird und auch ein bisschen holprig ist und dann später werden die Leute in Führungsverantwortung sein, die davon irgendwie einen Plan haben, stimme ich zu. Gleichzeitig wird in den nächsten 5 bis 8 Jahren, glaube ich, die Regulierung vorangetrieben fürs Internet, die nächsten 20 bis 50 Jahre halten wird. Ich glaube, wir haben gerade einfach diverse Prozesse, die so stark unseren Rahmen quasi vorgeben wird, wie wir die nächsten 20, 30 Jahre im digitalen Ökosystem uns bewegen werden. Und das finde ich halt das Problem. Und deswegen glaube ich, sollte man schon die Frage stellen, braucht es dafür nicht eine zusätzliche Instanz? Ich glaube nicht, dass eins der bisherigen Fachministerien jetzt noch den Hut aufbekommen kann und dann gesagt wird, jetzt liebe Sabine oder liebe Ilse oder ich weiß nicht wer, du bist jetzt dir die Schutzpatronin vom Internet, glaube ich nicht. Ich glaube, da müsste man wirklich nochmal den Gedanken weiterdenken, braucht es dafür nicht eigentlich eine zusätzliche Institution, sei es ein Staatsministerium, sei es, wie gesagt, die Debatte sollte man führen, um dann wirklich klar zu haben, dass es wirklich eine, in dem Sinne, Fürsprecherin gibt oder Fürsprecher für diese Fragestellung und nicht nur jemand, der es noch als irgendwie zweite Zuständigkeit hat. Vielen Dank. Ich würde natürlich gerne noch weitere Fragen hören. Also gehen wir gleich da weiter. Zu viele können es leider nicht mehr werden oder wir können leider nicht alle oder auch sammeln. Genau. Ich gebe erstmal hier durch. Hallo, ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Also so konsensuell habe ich es mir nicht vorgestellt. Danke an Malte Spitz, der extra seinen Einspruch markiert hat, weil der Einspruch oftmal so selten ist in so einer Runde. Und deswegen denke ich mal, einige, die nicht so oft an solchen Runden teilnehmen, ich habe auch gerade getwittert, es ist super boring, ja, die werden sagen, es ist überflüssig. Diese Phrasen haben wir alle schon mal gehört, da kommt nicht wirklich was Neues. Was mich erschreckt, ist bei Malte Spitz, ich bin weder Grüne noch Pirat, ich sage es gleich, ich bin keiner Partei nahestehend, ist dieses institutionelle Denken. Ja? Also wir haben das 21. Jahrhundert, wir haben die Piraten, die hier offenbar so viel Angst und Schrecken verbreiten, dass sie hier nicht eingeladen worden sind. Und ich bin keiner, ich mag die gar nicht. Ja? Also ich wundere mich schon, dass eine Partei, die als Bewegung hochgekommen ist, sich kristallisiert hat zur Grünen Partei, offenbar nicht interessiert ist, eine Partei, die genauso aus einer Bewegung entstanden ist, weil jetzt die, ja, weil sich die Lebensweise zum digitalen Lifestyle verändert hat, ja, so eine Partei nicht hier einfach drin zu haben, damit es mal interessant wird, ja, und nur in Institutionen zu denken und sich zu berauschen daran, dass man so Zeithorizonte von 20 und 250 Jahren hat, das bringt uns absolut nicht weiter, sorry. Ich bin übrigens Zukunftsforscher, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen krantig, weil ich sehe das als eine verpasste Chance. Wir müssen in der Gegenwart anfangen und die Rahmenbedingungen schaffen, damit eine Entwicklung stattfinden kann und nicht, welches neue Ministerium brauchen wir. Ja? Also wenn in Amerika Silicon Valley da ist, bis heute unübertroffen, absolut unübertroffen, dann sollte man mal darüber nachdenken, woran das liegt. Ja? Und ich bin auch nicht von der FDP. Die übrigens ebenso wie die Piraten noch eingeladen waren. Es gab noch mehr Meldungen, wir sammeln einfach ein bisschen. Okay? Hi, mein Name ist Manu von der Humboldt-Viadrina School of Governance, hier ganz in der Nachbarschaft. Und selber irgendwo auch in dieser Digital Native Milieu anzusiedeln. Was mich interessieren würde, ist irgendwo an der Schnittstelle zwischen dem Thema, was jetzt zum Schluss diskutiert wurde und mein Vorredner in seiner Frage nochmal beleuchtet hat, und dem Thema, was wir am Einstieg hatten, Startup-Gründerszene. Weil Silicon Valley ist immer so eine leicht dahergesagte Phrase,
Aber wer sich mit dem Silicon Valley beschäftigt, und das kann der Zukunftsforscher vermutlich sehr viel besser eruieren, als ich das kann, der wird feststellen, dass da über das, was wir als IT-Technik, EDV, Startup, Online, Digital, wie auch immer definieren, schon lange hinausgedacht wird. Also wie schaffen wir den kulturellen Sprung, den ich tatsächlich allerdings nur in Einklang mit dem Institutionellen sehe, aber da bin ich vielleicht als Politikwissenschaftler auch verdorben für institutionsfreies Denken. Ich halte die für ganz wichtig. Wir schaffen den kulturellen Sprung, dass auch eine Berlin als Europa-Startup-Metropole mehr macht, als sich primär um Internet-Startups als Internet-Startups zur Vernetzung von Internet-Startups zu bemühen, während im Silicon Valley diese Instrumente genutzt werden, um Mobilitätsfragen zu klären, Healthcare-Fragen zu klären, Energiefragen zu klären. Das ist mehr eine Gründungskulturfrage, die sich da stellt. Aber ich glaube, in dem Augenblick, in dem auch Bundesministerien und andere gesellschaftliche Akteure, 3M ist ja schon genannt worden, die Corporate Venture Bewegung bei großen Unternehmen finde ich da sehr spannend. In dem Augenblick, wenn andere Akteure begreifen, dass da die Start-up-Szene nicht IT für IT als Eigenzweck macht, sondern da quasi ein kalkulierbarer Mehrwert entsteht für Gesundheitssysteme, Sozialsysteme etc. pp., habe ich auch mehr Unterstützer auf meiner Seite. Deshalb die Frage, wie entwickle ich die Start-up-Szene ein bisschen weiter? Danke. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Markus Dapp. Ich bin Teilnehmer hier beim aktuellen CoLab und ansonsten bei der Open Knowledge Foundation in England tätig. Ich möchte an der Frage anschließen. Wir hatten letzte Woche das Open Knowledge Festival, eine Woche in Helsinki, wo sehr viele Leute aus allen Ecken der Welt da waren und natürlich auch Vertreter der Verwaltung und der Politik, Regierung und so weiter. Wie kann es sein, das Jahr 2012, wir reden über Open Government jetzt doch auch hier in diesem Land und in diesem Kontinent schon eine Weile, dass ein Land wie Deutschland nicht aktiv sichtbar sich um diese Open Government Partnership kümmert, in der aktuell schon über 50 Länder der Welt teilnehmen, dass ich letzte Woche an der Konferenz Beispiele aus Ländern wie Brasilien und Kenia sah, die deutlich weiter sind in diesem Bereich, wieder Open Government, Open Data. Und in diesem Zusammenhang, und dann schließe ich mit dem Bogen wieder zur Startup-Förderung, Open Data als Begriff fiel genau einmal vorhin in einem Nebensatz. Wieso? Ich nehme dann noch zwei Wortmeldungen auf. Hallo, Dirk Arendt. Wir reden die ganze Zeit über internationale Aspekte. Auf der anderen Seite ist im Kabinett gerade ein Gesetzesentwurf in der Abstimmung. Das hat einen ganz, ganz langen Namen. Ich weiß gar nicht genau, wie der ausgesprochen wird, aber kurz gefasst das E-Government-Gesetz. Und da sind dann irgendwelche Produktempfehlungen für nationale Unternehmen drin, genauso wie Aktivitäten, wo wir uns national wieder, also die E-Mail beispielsweise, wo wir uns national wieder abgrenzen von vielen anderen internationalen Aktivitäten. Das ist das eine. Also da sollte man einfach drüber nachdenken, wie man damit umgeht. Parallel dazu gab es einen Gesetzesentwurf. Das gleiche heißt dann E-Justice-Gesetz, wo dann technikneutrale Empfehlungen drin sind. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man stärker beleuchten sollte. Ich komme gerade von so einer, das hieß PITS, irgendwie Public IT Security, geht es um kritische Infrastrukturen. Und da reden die dann bei Krisenfällen von einer gemeinsamen Abstimmung. Ich glaube, wenn man in der Krise ist, dann kann man über eine gemeinsame Abstimmung reden. Sicherlich sinnvoller wäre es davor, nämlich bei der Strategie darüber gemeinsam zu reden. Wenn wir über Internet reden als Infrastruktur, nicht mehr nur Straßen und Eisenbahnen sehen, dann muss einfach, das muss nicht ein IT-Ministerium, Internetministerium sein, sondern da geht es einfach darum, dass man ressortübergreifend so eine Themen mal angeht. Also Thema Internet ist einfach etwas, was selbstverständlich ist. Es muss in alle Köpfe rein. Und ich glaube auch, Lars Klingbeil, ich glaube, Sie haben es gesagt, da ist jetzt irgendwie ein 10 Jahre Loch oder so. Es muss jetzt passieren. Jetzt müssen wir über so eine Sachen reden. Und jetzt muss auch ein Verständnis dafür rein, dass man ressortübergreifend diskutiert und Strategien entwickelt. Einfach nur ein Beispiel, das Thema Identitäten. Da gibt es im BMWI Aktivität mit der Signatur. Im BMI, die machen die E-Mail und Personalausweis. Die EGK im BMG. Dazu die Kollegen von der Post. Also da gibt es einige Sachen, die man irgendwann mal zusammenbringen muss, sonst kracht es irgendwann und fällt uns allen auf die Füße. Danke.
Ulf Brandes mein Name, ist schon viel gesagt worden. Ich mache es ganz kurz, wollte aufbauen auf den Punkt von Manu drüben. Es gab ein Thema, das sprachen Sie alle in Ihrer jeweiligen Einführung an, das Ihnen am Herzen liegt, das ist die Innovationskultur. Und dann haben Sie viele Maßnahmen, die Ihre Parteien jeweils präferieren, aufgezählt, die Sie gerne machen möchten. Breitband für alle wiederholt worden und mehr Förderanreize etc. Was haben denn die Parteien für ein Bild, auch in ihrer eigenen Arbeit, wie Innovationskultur mehr gedeihen kann? Vielen Dank. Jetzt doch noch ein letztes. Vielen Dank. Marco Röttger, ich bin zurzeit auch wieder Student und interessiere mich da auch für soziale Medien. Das ist mit einer der Gründe, warum ich heute hierher gekommen bin. Ich fand es ganz interessant, wie eben auch parteiübergreifend, mal ohne Parteipolitik im Wesentlichen hier berichtet wurde. Aber mir sind drei Dinge aufgefallen. Einmal wurde von der Zugangsgerechtigkeit zum Internet, zum schnellen Internet gesprochen. Und da habe ich nicht genau verstanden, ob damit nur gemeint ist, das, was übers Kabel oder Fiber geht, oder aber, was ja eigentlich die Zukunft ist, das mobile Internet, ob das dann eben auch damit gemeint ist. Das Zweite, Malte, du hast davon gesprochen, da müssen wir eine Debatte drüber führen. Ich weiß immer nicht so genau, heißt es, wenn die Politiker sagen, wir müssen eine Debatte darüber führen, wir haben gar keine Antworten zurzeit darauf. Und die dritte Frage, die ich habe, wenn ihr über Zeiträume sprecht, die mich eigentlich erschrecken, weil wenn ich zurückdenke, glaube ich, vor 5 Jahren wusste noch keiner, was Facebook ist oder auch viele andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es in 5 Jahren auch noch so heißt oder so gibt. Das bedeutet, wir müssen ja viel schneller dem Wandel folgen und uns vielleicht auch damit zurechtfinden, dass die Dinge einfach in einem Beta-Status bleiben und sich ganz schnell verändern. Also ich glaube, wir brauchen auch Antworten, wie wir uns diesem schnellen Wandel stellen als Gesellschaft, aber auch von der Politik, um dann auch Regularien zu finden, die Gerechtigkeit schaffen, aber auch die Innovation zulassen. Danke. Um den Rahmen der heutigen Veranstaltung nicht zu sprengen, habe ich eine Herausforderung an alle 4 von Ihnen. Und zwar den Versuch, innerhalb von 2 Minuten pro Person eine Antwort auf eine oder 2 oder 3 dieser Fragen zu finden. Ich glaube, einige von Ihnen werden auch noch bleiben. Aber wir haben, wie gesagt, noch ein weiteres Programm. Ich weiß, das reicht nicht. Versuchen Sie es. Ich werde es ganz schnell versuchen. Also die Frage, Debatte führen, heißt das, dass die Politik darauf keine Antwort hat? Nein, es heißt bloß, dass man vielleicht Vorstellungen hat, wo man auch zu eine kritische Reflexion braucht. Weil Politik ist ja nicht nur eine Sache, wo man quasi einen Vorschlag macht und der wird dann, entweder heißt es ja oder nein, sondern ich verstehe Politik als einen Diskussionsprozess. Und das finde ich halt bei solchen Fragen, wie sollte, sei jetzt mal in Anführungszeichen, die Netzpolitik bei uns institutionalisiert werden, ja oder nein, kann man erstmal beantworten und dann kann man die Frage stellen, wie. Und darüber eine Diskussion zu führen, fände ich spannend, weil ich da auch noch keine abschließende Meinung hätte, aber ich halte sie für eine sehr wichtige Debatte, um dann auch zu dem Vorwurf zu kommen, ich würde nur zu institutionell denken. Nein, es geht mir nur darum, ich habe mir das Silicon Valley die letzten Jahre auch bei vielen Besuchen vor Ort sehr, sehr stark angeschaut, habe mit wirklich verschiedensten Leuten gesprochen, mit Gründern, mit Großunternehmen, mit der Wissenschaft, mit den Leuten, die quasi dort auch die staatlichen Förderprogramme betreuen, die es dort auch gibt, mit Inkubatoren und so weiter. Und ich würde nicht das System 1:1 übertragen wollen auf uns. Ich will nicht, dass sei jetzt mal zweites Silicon Valley und dass quasi die Kultur, die dort herrscht oder die insgesamt sei jetzt mal herrscht, dann hier 1:1 übertragen wird. Und ich merke einfach, was ja auch gerade ein bisschen die Diskussion in den Vereinigten Staaten selber ist, das ist, glaube ich, gerade wenn es um Internet Regulierungsfragen gibt, wo ich weiter eine Notwendigkeit für sie auch im Sinne zur Förderung von Innovation braucht es eine Regulierung und dafür braucht es auch aus meiner Sicht Institutionen, sowohl national wie international. Und gerade an dieser Stelle sehe ich zum Teil im Silicon Valley eine Schwäche. Und aus dem Grunde habe ich diesen institutionellen Fokus so hochgehalten, weil ich da eine Möglichkeit sehe, die uns dann vielleicht
langfristig stärkt. Und dann noch zu einem dritten kleinen Punkt, nur zur Open Government Partnership Initiative. Ja, Deutschland sollte da eigentlich beitreten. Ich glaube, es macht aber nur Sinn, wenn es dann auch bei den richtigen Akteuren angesiedelt ist. Wenn es dann aus dem Auswärtigen Amt betreut wird, beispielsweise hielt ich es für den falschen Weg, weil die haben keine Implementierungsmöglichkeit. Sowas müsste, wenn eingesiedelt sein, beim BMI oder noch sinnvoller vielleicht sogar beim Kanzleramt selber. Und ich glaube, da haben wir noch eine Schwäche, dass man international geht, dann immer nur über entweder AA oder vielleicht manchmal Wirtschaftsministerium. Und deswegen funktioniert diese Rückkopplung in die dann tatsächliche politische Umsetzung bei uns häufig sehr schlecht. Ich könnte es mir jetzt ein bisschen einfach machen und sagen, 80% der Kritik ging an die Regierung und da kann die Opposition nichts dafür, aber ich will es genauso nicht machen. Das Thema Open Government, glaube ich, ist wirklich was, wo die Linke zugeben muss, dass sie da Nachholbedarf hat. Deswegen oute ich mich jetzt hier als müssen wir ran. Beim Thema Open Data so als ein kleines Beispiel, weil das so wichtig war, eine der ersten großen Open Data Initiativen in Deutschland kam in Berlin und die wurde gemacht von einem linken Wirtschaftssenator und einem SPD, ich glaube Innensenat war das, oder Stadtentwicklungssenat und wurde jetzt von einer schwarz-roten Regierung weitergeführt. Also da gibt es in allen Parteien Leute, die da dran sind und gerade Berlin ist da durchaus nicht zuletzt wegen der Linken relativ weit vorne. Dann die Sache miteinander reden, nicht jeder macht sein eigenes Ding. Das ist genau der Punkt, warum meine Chefin Petra Sitte für die Linke eben gerade auch aus der Opposition heraus eben versucht, in solche Multi-Stakeholder-Dialoge einzutreten und sie auch selber zu initiieren, das Open Innovation Netzwerk, das ich angesprochen habe. Dann ganz konkret zu der Frage Zugangsgerechtigkeit, Fiber oder Funk. Auch die letzte LTE-Antenne muss irgendwann übers Kabel an das Backbone angebunden werden. Die Frage stellt sich nicht. Es ist beides und es braucht Kabel, damit Funk funktioniert. Und deshalb ist die Frage, wie wir das Fiber in den Boden kriegen, die grundlegende, glaube ich. Ohne die wird es auch keinen Funk geben. Und dann zu den Startups. Neben der Frage der Medienbildung, der Hinführung zu solchen Kulturen, neben der Generationenfrage, also auch in der Enquete war das nicht so, dass es da unbedingt Partei A gegen Partei B ging, sondern es war eher sozusagen offenere gegen eher ältere, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich ein Ding, das muss sich generationsmäßig entwickeln. Darüber hinaus, wir reden mit den Startups, wir reden über diese Frage, es ging um das Venture Capital vorher. Die Aussage aus der Berliner Startup-Szene, die wir bekommen haben, ist genau das. Es gibt in Deutschland im Bereich des Starts genug Geld. Das Problem ist genau die Wachstumsphase, hat vorhin irgendeiner von euch schon mal gesagt. Also das Problembewusstsein ist da. Wir befassen uns mit der aktuellen Frage, inwieweit die Besteuerung von diesem Kapital EU-rechtlich sozusagen auf den harten Standard Deutschlands oder auf einen deregulierten EU-Standard gefahren wird. Und das fällt uns da nicht schwer, weil wir also zunächst mal natürlich sagen würden, ordentlich viel Geld zum Staat ist gut. Wäre aber zu einfach. Wir denken nach, wir sind drin. Das andere Beispiel, was uns genannt wurde, die Nummer, dass in Silicon Valley die Leute einfacher, die Startups einfacher Mitarbeiter bekommen, weil sie sie sozusagen im Grundgehalt schlecht bezahlen können, aber mit dicken Aktienoptionen sozusagen eine Wette auf die Zukunft mit ihnen eingehen können. Das geht in Deutschland nicht. Da ist die Frage, ob es nicht auch einen anderen Weg gibt, dass man auch Leute bekommt und sie gleich gut bezahlt. Auch hier offen keine Antwort, aber wir denken da durchaus drüber nach. Ich picke mir mal den Punkt auch mit der Frage Gründerkultur und was tun die Parteien eigentlich dafür. Also wir haben in diesem Kreativpakt sehr viel über den Innovationsbegriff geredet, der bei uns in Deutschland doch noch sehr stark technikfixiert ist. Und irgendwer hat das vorhin mal erzählt, diese ganzen gesellschaftlichen Innovationen, das auch stärker in den Fokus rücken müssen und eben auch entsprechend gucken müssen, dass Fördersysteme dem Ganzen angepasst werden. Also es ist immer
insofern auch schwierig, weil wir sozusagen über einen gesellschaftlichen, über einen kulturellen Wandel reden und da ist für mich auch mal die Frage, wie stark kann Politik das forcieren? Also auch Open Government, Open Data brauchen rechtlichen Rahmen und muss sozusagen gesetzgeberisch vorangetrieben werden, aber wir brauchen auch Leute an der Spitze, die das Ganze auch leben und die das Ganze sagen, also das muss dann auch von einem Minister oder von einer Ministerin vorangetrieben werden und da reicht es nicht, wenn da irgendwie zwei begeisterte Beamte in so einem Ministerium sind. Deswegen braucht man noch Leute an der Spitze. Dazu bei der Gründerkultur will ich auch auf den Bereich Arbeitsmarkt kommen. Also das gilt dann auch für meine Partei so ein Stück weit. Wir haben ja immer noch die Vorstellung, dass die Menschen in der Festanstellung irgendwie glücklich und zufrieden sind. Und so ist ja auch unsere ganze Arbeitsmarktpolitik, unser ganzer Sozialstaat ist so ausgerichtet. Jetzt will ich nicht hire and fire, aber ich glaube, wir müssen schon gucken, wie man auch andere Erwerbsbiografien absichern kann. Ja? Also ich habe, Malte hat völlig recht, ich will das Silicon Valley hier auch nicht. Und ich habe vom Scheitern geredet. Ja, ich meine, man trifft genug Leute im Silicon Valley, die irgendwie gnadenlos gescheitert sind. Die werden überhaupt nicht aufgefangen. Da haben wir in Deutschland ein Sozialsystem, das Leute auffängt. Auf der anderen Seite finde ich eben auch, dass man gucken muss, wie man neue Erwerbsformen, die es gibt, auch sozialstaatlich absichern kann und vielleicht auch dafür sorgt, dass wir Menschen nicht nur vermitteln, dass 9-to-5 irgendwie das glücklich machende ist. Und dann letzter Satz von mir, weil ich da nicht falsch verstanden werden will. Also ich glaube auch, dass Netzpolitik oder digitale Politik nur ressortübergreifend funktioniert. Ich glaube, Sie hatten das angesprochen. Aber das Problem ist, wenn man immer sagt, ja, das müssten eigentlich alle sich drum kümmern, dann kümmert sich keiner drum. Und deswegen muss irgendwer auch institutionell vorweg marschieren. Ob das ein eigenes Ministerium ist, weiß ich nicht. Ob das ein Staatsminister im Bundeskanzleramt sein muss, der sozusagen die Sachen zusammenfasst, kann sein. Ich bin da auch nicht am Ende. Ich sage nur, wenn wir, das ist wie Europa, ja, da kümmern sich alle drum und so an keiner macht es dann am Ende. Und deswegen muss es jemanden geben, der das in die Hand nimmt, der sich kümmert, der treibt, der Ressourcen zusammenbringt. Und dann gibt es jetzt immer mehr Kräfte auch im Bundestag, die das voranbringen wollen. Aber diese 10-jährige Lücke, die wird man genau so überbrücken müssen, dass es da eine stärkere Koordinierung gibt. Ja, vielleicht kann ich da am letzten Punkt anknüpfen und vielleicht noch ein Plädoyer dafür halten, dass wir uns auch nicht immer so schlecht machen. Sowohl der Standort Deutschland ist, glaube ich, jetzt nicht der allerschlechteste, als auch unsere Regierung. Da muss jetzt nicht jeder Minister jede neue Entwicklung selbst verstehen. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit kreative Köpfe in Deutschland eben ihre Ideen umsetzen können und so auch zum Wachstum oder zur Entfaltung beitragen können. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und für mich ist wichtig, dass Innovation oder dass Digitalisierung und Old Economy nicht immer getrennt gedacht wird. Und das ist leider im Parlament der Fall, das ist in der Regierung noch viel der Fall, in der Gesellschaft auch. Und das ist, glaube ich, auch das, was Innovation hemmt. Wir können nicht nur über das digitale Ökosystem auf der einen Seite sprechen und über das normale Wirtschaftsleben auf der anderen Seite. Mir ist wichtig, dass das Hand in Hand geht. Und das fängt bei der Bildung an. Da bringt es ja nichts, wenn der Informatikunterricht an der Schule ist, sondern eigentlich müssen neue Lernmethoden auch in jedem Fach genutzt werden. Und dann bringt es nichts, wenn nur der Informatiker im Studium IT-Kenntnisse vermittelt bekommt, sondern das muss der Maschinenbauer genauso wie jeder Handwerker im Prinzip, ja, und natürlich auch jeder Lehrer. Denn in all diesen Bereichen wird natürlich die Innovation geschaffen und auch die Innovation durch die Digitalisierung geschaffen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wo auch wir in den Köpfen immer noch so trennen zwischen die hippen Neuen, die jetzt IT verstanden haben, und die Old Economy, die damit ja eigentlich gar nichts am Hut haben. Dabei wissen wir alle, dass Energiewende, Handel, dass alles nur funktionieren kann, wenn das eine ins andere greift. Und deshalb war der Hinweis eben, ich weiß gar nicht mehr, wer das gebracht hat, auch sehr gut. Und deshalb fand ich das auch gut, dass heute Mittag beim Workshop auch über die traditionellen Industrien gesprochen wurde. Denn nur so können wir, denke ich, Innovation erzeugen und eben nicht nur im reinen IT-Bereich, sondern in allen Bereichen. Ich würde mal Schluss machen, weil ich glaube, dass Simon uns auch noch viele interessante Punkte zu sagen hat, und gebe das Wort oder das Mikro mal weiter.
Ja, herzlichen Dank an die vier Beitragenden.